bin jetzt 69 geworden, aber ich würde nie Lust haben, dass ich jetzt mal nichts mehr schreinern tue, sondern das ist einfach mein Leben, finde ich, meine Lebensaufgabe. Also wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich früher schon immer meine ganzen Barbie-Pferde damit ausgestattet, mit irgendwelchen Ledersachen und mich hat es interessiert, mich hat es fasziniert, dass man das ja auch alles braucht, um mit dem Pferd arbeiten zu können. Und ich kann ja ohne diesen Ledersachen oder mit dem Zaumzeug, ohne Sattel und ohne Geschirr mit dem Pferd ja nicht arbeiten. Ich bin der Werkstattherrin gespielt. Ich war als kleiner Bub bei meinem Papa herin und bin später mal gefragt worden, was will ich denn überhaupt werden. Und es war für mich nicht ganz klar. Bub machen natürlich. Die Gürche da herin, die Holzformer, mit denen habe ich gespielt. Und nichts anderes mache ich heute auch mit 51. Ich spiele damit. Wir haben früher ganz viel Möbel gemacht, jetzt tue ich eigentlich ein bisschen mehr restaurieren, weil das nicht mehr ganz so, es ist natürlich schon, wie es euch gerade so kommt, aber es ist nicht mehr ganz so vielleicht anstrengend, als wenn ich jetzt große Treppen mache, weil vor 2 Jahren haben wir mal noch eine riesengroße Treppe gemacht und das ist natürlich schon eine kleine Herkulesaufgabe. Das sind über 100 Jahre alte Türen, die man halt immer wieder mal verändert und umgebaut hat. Und die möchte man wieder im Originalzustand restaurieren oder herrichten, damit das wieder so erstrahlt, wie es einmal früher 1896 war. Und die Bauherren, das ist ein holländisches Ehepaar, die haben da sehr viel Verständnis dafür und auch ein Gespür und sind da schon sehr engagiert und bereit, dass das finanziell machbar ist, weil es ist oft teurer, als wenn man eine neue Türe macht. Jetzt muss ich halt einmal schauen, dass wir da Holz finden, was da irgendwie reinpasst in der Maserung. Das ist auch ein Stück, was schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Und einmal prüfen und schauen, wie das am besten da reinpassen würde. Gerade in so einem kleinen Betrieb kehrt eine Frau her, die eben alles zusammenhält. Natürlich bin ich der Chef von der Schreinerei, aber sie hat immer alles gelenkt, sei es die Buchführung gewesen. Und sie hat natürlich Aufträge entgegengenommen und Gespräche gemacht mit Kundschaften genauso. Gut, das Handwerkliche habe dann schon mehr ich, aber die Regina war immer die weitsichtige und führende Person. Dass man das halt ein bisschen gleichmäßig in den Zahn bringt. Ja. Der Urgroßvater hat das gegründet, 1864, und hat einen Bauboom da schon erlebt und hat das da, glaube ich, hat sich schon ein bisschen etabliert da. Dann hat er einen Sohn gekriegt und der hat dann einen Anbau wieder gemacht, weil der auch wieder eine Familie gegründet hat an diesem Haus. Und dann ist eben die Schreinerei wieder umgezogen in eine wieder größere, ja, das war dann schon ein bisschen ein Schreinerraum und nicht mehr ein Wohnzimmer oder ein Stumm. Und oben war dann die Familie und unten hat der Großvater dann schon in der richtigen Schreinerei gearbeitet.
Hallo Josef. Auch wenn Kundschaften oder Lieferanten gekommen sind, jeder hat immer gesagt, mein Gott, so eine Schreinerei da am See, das hat er halt anderen ja gesehen. Und meistens gibt es ein Gewerbegebiet, wo eine Schreinerei ist. Und wir haben es halt da in einer exponierten Lage. Das ist jetzt eine halbe Haut Rindsleder. Normalerweise hätte die so um die 5 Quadratmeter und so sind die halt besser zum Händeln. Da machen wir jetzt ein Hintergeschirr für ein Pony draus. Die Lehrzeit, ja, war 3 Jahre, habe 86 angefangen und habe dann danach gleich so nach 2 Jahren Geselle meinen Meister gemacht. Den habe ich dann 1993 gemacht. War dann noch bei meiner alten Firma bis dahin und habe mich dann im Februar 95 eben selbstständig gemacht. Ich mache meinen Beruf eigentlich sehr gerne, weil ich auf dem Abend sehe, was ich halt auch gemacht habe und sich die Kunden und freuen, wenn es irgendwas für sich individuell haben herstellen lassen und mir das einfach immer wieder Spaß macht, mit Leder zu arbeiten, mit einem Naturprodukt und es eben auch selber hergestellt zu haben. Also ein Pony-Silett. Die Kundin hat ihr Pony selber abgemessen und möchte das jetzt, hat das eben für sich so bestellt. Und das ist jetzt das Hintergeschirr noch. Das kommt dann da hinten noch dran, wenn die Kundin jetzt mit dem Pony so ein bisschen bergauf und bergab fährt, dass es einfach noch ein bisschen einen zusätzlichen Halt dazu gibt dann. Also das sind zum Beispiel Hundehalsbänder aus Rochenleder, was eigentlich jetzt ganz schön ist mit dem Perlmutt-Effekt. Dann ein bisschen mit Strasssteinen so. Das sind halt alles so ein paar Musterteile und der Kunde kann sich dann ja selbst entscheiden, wie er es gern hätte. Gürtel haben wir hier so ein bisschen, so Schlangenimitat oder so. Also Taschen, genau, schöne so Schultaschen. Und dann geht man eigentlich schon wieder in den Hundebereich mit Hundegeschirren und das ist eigentlich Pferd, also eine Trense. Aber da wird man halt auch, weil es so viele verschiedene Arten von Pferden gibt, von den Köpfen, von den Größen, da stellt sich der Kunde halt einfach auch zusammen, was er halt gerne jetzt hätte. Da herunten haben wir jetzt unseren Schatzkeller, andere haben einen Weinkeller, wir haben einen Rohstoffkeller, einen Rohstumpenkeller. Damit können wir einen Hut machen. Das ist Hasenhaar oder Wollhaar. Das ist also für uns das Wichtigste überhaupt, das ist der Rohstoff für uns. Daraus machen wir aus 70 Arbeitsgängen fertigen Hut. Und das ist wirklich ein Schatzkeller, weil sowas ist einzigartig, diese vielen unterschiedlichen Rohlinge mit den unterschiedlichen Farben. Wir können uns da wirklich aus dem Vollen schöpfen. So, da sind wir jetzt in unserer Werkstatt. Da sind wir seit 1926. Das ist noch vom Opa und vom Papa. Wir arbeiten noch ganz genauso mit den alten Formen. Bei uns hat sich nichts verändert. Der Hut wird noch genauso gefertigt wie früher. Das heißt, der hält wirklich alles aus. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie es geht. Der Rohling wird umgedreht, kommt ins Regenwasser, wird nass gemacht. Man sagt ja, nass und heiß ist in Füllzeit Speis.
Dann wird er durchgedreht, dass das Wasser rauskommt. Und dann kommt er in die wichtigste Steife. Und in der Steife kriegt er jetzt genauso die Konsistenz, wie er werden soll. Ob er hart werden soll, ob er regenfest für einen Jäger, für einen Wanderer oder ob er zum Zusammenlegen braucht. Da herin entscheidet sich das. Und jetzt kommt er in den wohlgesagten Dampf, dass er schön heiß wird und einen Dampf annimmt. Jetzt kommt er auf die Maschine. Diese Bratzen greifen jetzt. Jetzt darf man ganz schnell mit der Luft abkühlen. Und das ist jetzt der allererste Arbeitsgang von 70. Jetzt darf man abbinden. Jetzt wird er mit einer Hutschnur abgebunden an der Bandstelle. Und bei uns wird das bei jedem Hut gemacht. Diese Arbeitsgänge sind bei uns bei jedem Hut notwendig, damit der wirklich alles aushält. Jetzt machen wir ihn flach, dass er auch so trocknen kann. Und dann tun wir ihn in die Trockenkammer. Das gute Stück. Und jetzt versuchen wir das Hasenhaar und das Wollhaar zu verfilzen, richtig so zu verfilzen, dass nichts mehr durchgeht. Da geht kein Regen mehr durch, da passiert gar nichts mehr. Aber das wird jetzt richtig heiß, das brennt in die Fingern. Jetzt darf man ein bisschen vorschneiden, dass der grobe Rand weggeht auf der Seite. Ja, und dann darf man einmal anschleifen, dass die Oberfläche. Jetzt haben wir ja an der Oberfläche gearbeitet, damit die gleich wieder in die richtige Richtung kommt. Immer gegen den Uhrzeigersinn. So, und jetzt ist er bereit, dass er auf die finale Form kommt. Damit der einen schönen Schwung kriegt, wird er jetzt auf die letzte Form gebügelt. Und nur jetzt lässt er sich bügeln, weil er sich vorher, weil wir ihm das Leben genommen haben. So, und jetzt nach einem weiteren Schleifvorgang gehen wir zum Abschneiden. Und jetzt kriegt er seinen finalen Schnitt. Das ist jetzt, da darfst du ihn natürlich nicht verhauen, weil den kannst du jetzt bloß einmal noch abschneiden. Der wird jetzt vorn 7,5 cm breit. Das ist auch eine uralte Maschine. Und die schneidet einen Hut oval. Die macht nicht rund. Kein Hut darf rund sein, sondern der muss oval sein. Und da sieht man genau, da haben wir wenig und da haben wir viel weggeschnitten. Jetzt schaut er schon fast nach dem Hut aus. Und jetzt wird er nochmal Oberfläche geschliffen und dann geht er in die Näherei. So, und das ist jetzt der allerletzte Arbeitsgang. Jetzt kommen oben eine die Kniffe, da wo man den Hut auch anfassen kann. Und wenn er gescheit gemacht ist, dann funktioniert das auch. Perfekt. So, und jetzt ist er fertig und jetzt kommt er ins Geschäft und da müssen wir ihn verkaufen. Wir sind jetzt hier in unserem Laden beim Hutkönig, dem Hutmacher am Dom in Regensburg auf der Domplatz Westseite. Wir haben hier einen großen Verkaufsraum mit 200 Quadratmeter für Damen- und Herrenhüte, Kinderhüte, Kappen, Mützen und so weiter. Alles, was man für den Kopf braucht. Wir haben hier für die junge Kundschaft unsere Trilby-Modelle. Für die elegantere Herrenkundschaft haben wir diese eleganten Humphrey Bogart-Hüte. Und dann natürlich, weil wir ja in Bayern sind, sehr viele Trachtenhüte im Angebot. Trachtenhüte für die elegante Tracht oder zur Lederhose passend ist bei uns sehr beliebt.
Unsere Vorfahren, die haben 1875 begonnen, hier in Regensburg Hüte zu produzieren und auch zu verkaufen. Das war eine Zeit, da hat jeder einen Hut getragen, da hat jeder eine Kopfbedeckung getragen, es gab noch keine Autos. Die Leute sind wirklich viel im Freien unterwegs gewesen. Und das war eine Zeit, da gab es in Regensburg 38 Herrenhutmacher. Heute sind wir die Letzten, beziehungsweise mein Bruder ist der Letzte hier in Regensburg, der also durchgehalten hat. Wir haben einen sehr schönen Artikel in der Zeitschrift Playboy bekommen. Und zwar haben die in einer Serie alte, aussterbende Handwerksberufe vorgestellt. Unter anderem war das der Hutmacher. Das hat zur Folge gehabt, dass die Firma Hutkönig sehr bekannt geworden ist, weil viele Presseleute und viele Fernsehanstalten sind zu uns gekommen und wollten also auch aufnehmen, wie die Hüte hier per Hand noch gefertigt werden. Und es hat sich halt immer mehr herumgesprochen, dass bei uns eine sehr große Auswahl an Hüten da ist, sowohl für Damen als auch für Herren. Und das hat uns gewaltig nach vorne gebracht. Ich kann schon mal eine Reise machen oder irgendwo hinfahren und so, aber da mag ich gleich wieder heim und in meine Schreinerei gehen, weil das einfach meine Erfüllung ist. Zukunftsaussichten warten eigentlich nicht schlecht, wenn man gierig ist, wenn man hungrig ist. Ich habe jetzt im Moment die Erfahrung, dass eigentlich immer wieder mehr kommen und sagen, sie möchten eigentlich sich wieder was machen lassen und auch Geld dafür ausgeben und jetzt nicht das von der Stange kaufen oder auch nicht diese Kinderprodukte mehr haben möchten. Ich glaube, wenn man ganz kreativ ist und wenn man richtig was kann, dann kann man da ganz gut leben.